Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Nico von den Autolackaffen und begrüße euch heute zu dem Thema, welches Lackschutzprodukt ist das Richtige für mich? Level 1 für Anfänger. Wer gerade mit dem Thema Autopflege anfängt oder sich einfach mal einen Überblick verschaffen will, denkt sich, Junge, 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 was ist das alles? Gerade beim Thema Versiegelung, Autowachs, Lackversiegelung ist so viel Vielfalt am Markt, dass man vielleicht als Einsteiger nicht so richtig durchblickt, was brauche ich, was möchte ich eigentlich. Und in diesem Video möchten wir euch das einfach mal kurz erklären. Grundsätzlich vorab, das Thema Versiegelung oder das Wort Versiegelung wird sehr gerne und viel gebraucht. Es beschreibt eigentlich nur das temporäre Schützen einer Oberfläche. Also alle Produkte, über die wir jetzt sprechen, sind im weitesten Sinne Versiegelung. Das, was die meisten noch kennen, entweder von früher oder wenn man es einfach mal gehört hat, ist das Wachs, das Autowachs. Auch als Hartwachs bekannt, Canauba-Wachs, da gibt es verschiedenste Bezeichnungen. Wenn man wirklich vom reinen Wachs ausgeht, ist es ein natürliches Produkt. Das stammt aus einer Palme, nämlich aus der Canauba-Palme, was da gewonnen wird. Wird meistens mit anderen Wachsen gemischt, damit man es besser verarbeiten kann. Und ist wirklich ein rein natürliches Produkt, meistens ohne synthetische Lösemittel. Die Vorteile von diesem Wachs sind, dass sie meistens sehr leicht anzuwenden sind, dass sie nicht gesundheitsschädlich sind, man eigentlich keine wirklichen Vorkehrungen beachten muss. Der Lack muss nicht besonders vorbereitet sein, er muss eigentlich einfach nur sauber sein. Wachse, insbesondere rein natürliche Wachse, halten so je nach Bedingungen, sage ich mal, zwischen 3000 und 6000 Kilometern, was analog in der Rechnung der Hersteller meistens 3 bis 6 Monate entspricht. Das hängt natürlich ganz stark vom Waschverhalten ab, weil der Nachteil von Wachsen ist, die lassen sich sowohl chemisch, also durch Reiniger, als auch mechanisch, durch zum Beispiel Reiben, wie beim Waschen, relativ leicht entfernen. Ein Wachs kann man sich so vorstellen wie so ein Film, der einfach über die Oberfläche gelegt wird, als wenn ihr euch eure Hände eincremt. So kann man sich das vorstellen. Ein Wachs ist im Endeffekt für jeden geeignet, der Spaß daran hat, irgendwie ein natürliches Produkt aufzutragen und den es nicht stört, dass er öfter mal dieses Produkt auffrischen muss. Wachse bieten allerdings leider keinen großen Schutz gegen Umwelteinflüsse, außer gegen UV. Aber insbesondere bei saurem Regen, Vogelkot, also jeder stärkeren chemischen Belastung und auch bei mechanischen Belastungen sind Wachse ja, relativ machtlos. Also es ist eigentlich wirklich eher die Optik und der Spaß an der Freude und ein bisschen Schutz durch gutes Wasserabperrverhalten, wodurch die Reinigung erleichtert wird. Sogenannte Polymerversiegelungen bilden so die weiteste Range an Lackschutzprodukten, weil da einfach viele Produkte drunter verstanden werden können. Polymere haben die gute Eigenschaft, dass sie sich meistens miteinander verketten, also man sozusagen etwas auf den Lack aufträgt, das wie ein Film auf dem Lack liegt, aber dieser Film sich untereinander relativ stark verbindet. Dadurch sind Polymerprodukte meistens gut dazu geeignet, Fahrzeuge auch vor leichten chemischen Belastungen und ganz leicht vor Mechanik zu schützen. Polymere haben besonders ihre Stärke darin, dass man eben aufgrund der Vielfalt der Mischbarkeit, weil es synthetische Produkte sind, gut mit den Eigenschaften spielen kann. Also man kann super den Glanzgrad einstellen, man kann die Art des Wasserabperlens einstellen und man hat eben ein Produkt, was meistens sehr einfach anzuwenden ist, einen guten Schutzfaktor bietet und meistens auch noch oder häufig eher günstig ist. Man kann sich das Verhalten von der Polymerversiegelung auf Lack so ein bisschen vorstellen wie Sprühfolie. Also wenn ihr einen Teil lackiert, ist der Lack ja tatsächlich mit dem Untergrund verbunden und man muss ihn wirklich abreiben und zwar auch abraspeln, wenn man so will. Bei so einer Sprühfolie wird die Folie aufgesprüht, vernetzt sich miteinander und ist auch erstmal fest drauf. Allerdings reißt man einen Teil ab, kann man den ganzen anderen Rest meistens relativ einfach runterziehen. So ähnlich funktionieren polymerbasierte Versiegelungen. Polymerversiegelungen haben den Vorteil, dass sie meistens relativ einfach anzuwenden sind, auch ziemlich lange halten. Aber man muss immer bedenken, dass sie wirklich nur gegen chemische Belastungen, also Reiniger zum Beispiel oder auch mal sauren Regen schützen, aber nicht gegen mechanische Belastungen, wie zum Beispiel durch Reiben, durch irgendwie ja, Waschverhalten oder Umwelteinflüsse. Sogenannte Hybridprodukte, meistens Hybridwachse, ist eine Mischung aus einem künstlichen Polymer und einem natürlichen Wachs. Sie kombiniert so ein bisschen die Eigenschaften von beiden, nimmt sich von dem Wachs sozusagen die relativ leichte Verarbeitbarkeit und den schönen warmen Glanz und packt dazu die bessere chemische Resistenz von den Polymeren. Die Eigenschaften kombinieren sich so ein bisschen, man ist hier so mit Standzeiten, sage ich mal, zwischen 3 bis 6 Monaten, manchmal auch ein bisschen mehr gut beraten. Mehr als 6 oder 7 Monate wären es wohl eher nicht, weil eben dann der Anteil von den Polymeren wieder so groß wäre, dass es eigentlich schon kein Hybrid mehr wäre. Polymerbasierte Wachse, also diese Hybridprodukte, sind im Endeffekt für den gleichen Anwender geeignet, der auch Polymerprodukte benutzen würde, der einfach ein bisschen mehr Standzeit haben will als ein Wachs und auch ein bisschen mehr chemische Beständigkeit als jetzt ein reines Wachs. Die nächste Kategorie sind sogenannte PTFE-Versiegelungen oder auch Teflon-Versiegelungen genannt. Ich möchte hierzu gar nicht so viel sagen.
Außer dass die Besonderheit bei diesen Produkten ist, dass eben dieses PTFE ein besonderes Polymer ist, was verschiedene positive Eigenschaften hat. Ich bin nicht so ein Freund davon, einfach aufgrund der fraglichen Gesundheitsschädlichkeit. Das enthaltene Fluor, was ja da auch gelöst ist, steht ja immer im Verdacht, so ein bisschen gesundheitsschädlich und sogar krebserregend zu sein. Viele werden bestimmt schon mal gehört haben, dass man, wenn man zum Beispiel Teflonpfannen hat, wenn der Belag angekratzt ist, dass man sie nicht mehr benutzen soll, das spielt da so ein bisschen mit rein. Wenn ihr genauer wissen wollt, was PTFE ist und was Teflon ist, verlinken wir euch unten mal unseren Artikel im Autopflegelexikon dazu, wo wir auch in der Theorie noch ein bisschen tiefer reingehen. Aber der Vollständigkeit halber, PTFE-Versiegelungen halten meistens zwischen 6 und manchmal sogar bis zu 12 Monaten, analog 6 oder 12.000 Kilometern, bieten einen sehr hohen chemischen Schutz, weil sie sehr beständig gegen Chemikalien sind, allerdings auch nur einen sehr bedingten bis gar keinen mechanischen Schutz vor Reiben oder Waschen. In Sachen Schutz, Standzeit und Haltbarkeit sind die sogenannten Coatings die Spitze des Eisbergs. Coatings sind auch bekannt als Beschichtungen, Glasversiegelung, Keramikversiegelung oder Nanoversiegelung. Was sich genau dahinter verbirgt, zeigen wir euch auf jeden Fall im Level 2, wo es nur um das Thema Coating geht. Jetzt sei nur so viel gesagt, ein Coating ist im Gegensatz zu allen anderen Produkten, über die wir gesprochen haben, in der Lage, sich fest mit dem Lack zu verbinden und deswegen eine sehr haltbare, beständige und auch, ja, als einzig wirklich mechanisch belastbare Schutzquelle gegen äußere Einflüsse zu bilden. Wer sich für ein Coating entscheidet, kann auf jeden Fall mit Standzeiten von einem bis zu 3 bis 5 Jahren rechnen. Also wir sind da von 15.000 Kilometern bis hin zu 50.000 Kilometern. Da ist wirklich sehr viel möglich, einfach weil wir wirklich eine feste und dauerfeste chemische Verbindung auf dem Lack hinbekommen. Coatings sind allerdings nur für Leute geeignet, die sich ein bisschen mehr zutrauen, beziehungsweise auf jeden Fall irgendwie einen trockenen Platz mit kontrollierten Bedingungen haben. Also man sollte schon so mindestens um die 10 Grad haben. Es sollte auch nicht zu feucht sein bei der Verarbeitung. Also wenn ihr eine Garage habt, in dem ihr vielleicht mal das Tor zumachen könnt und die auch ein bisschen heizen könnt, lässt sich das ganze Jahr verarbeiten. Aber die Verarbeitung ist halt etwas komplizierter, nicht, aber etwas aufwendiger als bei den anderen Produkten. Wer mehr über die Coatings wissen möchte, guckt auf jeden Fall das Level 2 zu dem Thema. Das war es mit unserem kurzen Überblick über das Thema Lackschutzprodukte. Hier ging es jetzt wirklich um etwas dauernde Produkte. Es gibt natürlich noch mal ein paar Mischformen. Es gibt Sprühversiegelungen und Sprühwachse und flüssige Kanauberversiegelungen und solche Geschichten. Aber das würde jetzt das Video unnötig in die Länge ziehen und soll jetzt einfach für den Überblick, ist es relativ unwichtig. Wenn ihr Fragen zu einzelnen Produkten habt, die hier nicht aufgetaucht sind, sondern wenn ihr wissen wollt, ob das Produkt, was ihr habt, in diese Kategorie gehört oder in diese, oder ihr einfach mal noch eine Sonderausgabe zu einem einzelnen Thema sucht, also beispielsweise Sprühwachse, wenn ihr dazu ein Video sehen wollt, schreibt das einfach alles hier in die Kommentare, wir werden das beantworten und wenn das Interesse da ist, natürlich auch noch mehr Videos machen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, bleibt sauber, euer Autopflege.